So, mein erster Tipp ist eigentlich ganz einfach. Du hast es am Anfang gesehen, aussteigen aus dem Auto und ab in die Natur. Die Natur gibt dir das zurück, was du in deinem Alltag, in deiner Wohnung, deiner Arbeitsstelle, außer du bist vielleicht Förster oder sonstiger, irgendwelche Arbeiter oder Bauer, der sich viel in der Natur bewegt, dann wäre es vielleicht Zeit, wieder mal in die Natur zu gehen, zu schauen, was es hier alles gibt, was die Natur zu bieten hat. Vor allem frische Luft, viele schöne, tolle Farben, egal zu welcher Jahreszeit. Und was vor allem ganz wichtig ist, du kriegst den Kopf frei. Geh am besten alleine in die Natur, ohne dass irgendjemand neben dir noch irgendwelche Geschichten erzählt, sondern einfach nur die Natur auf dich wirken lassen. Das wäre so mein allererster Tipp. Und ja, schau mal, wie es dir geht, wenn du diesen Tipp machen würdest, nicht befolgen, sondern machen würdest. Und schreib mir doch in die Kommentare, wie es dir dabei ergangen ist. Hat es dir gut getan? Fandest du es umständlich? Was weiß ich? Keine Ahnung. Ich fühle mich meistens sehr, sehr wohl im Wald oder auch auf einer Ebene. Das ist völlig egal. Oder geh in den Park und was auch immer. Geh raus in die Natur, steig aus dem Auto oder geh einfach wandern. Sei das viel Stunde, 20 Minuten, Halbstunde, Stunde, zwei Stunden, völlig egal. Geh raus in die Natur, atme die frische, reine, schöne Luft. Im weitesten Sinne, meistens im Wald ist es frische Luft. Und ja, hat dir der Tipp was gebracht, dann schreib in die Kommentare, was es dir gebracht hat. Und ansonsten sehen wir uns morgen zum nächsten Tipp. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Und übrigens, es ist egal, ob du morgens, abends oder nachts gehst. Das spielt keine Rolle. Die Natur ist immer für dich da. Okay, ciao, ciao.